Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, und zwar am Tag nach dem Pre-Order-Trailer, durch welchen wir ja richtig viele neue Infos zum Spiel bekommen haben und viele neue Dinge gesehen haben. Und in diesem Video möchte ich mal für euch nochmal alle Infos zusammenfassen und mit euch nochmal gemeinsam durchgehen. Wir fangen natürlich beim Wichtigsten an, nämlich beim Release-Date bzw. beim Erscheinungsdatum. Und das ist der 9. November 2021. Das ist ein Dienstag. Erscheinen wird das Ganze für den PC, für die PlayStation 5, für die Xbox Series XS, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Und man kann das Ganze jetzt schon vorbestellen, habe ich auch schon gemacht, nämlich bei Steam, im Epic Games Store, auf der PlayStation oder auf der Xbox. Und wenn man das Spiel vorbestellt, dann bekommt man auch diese drei coolen Fahrzeugskins dazu. Kann die auch einmal groß machen für euch. So sehen die aus. Finde ich eigentlich optisch ziemlich ansprechend. Alles so schlicht im relativ dunklen Grün gehalten. Außer der hier, der hat so ein bisschen Tarnmuster noch mit drin. Aber ist ja immer schön, wenn man dann noch kostenlos was oben drauf bekommt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie teuer ist denn das Spiel? Es gibt zwei Versionen, einmal die normale Version für 59,99 und dann gibt es noch die Deluxe-Version für 69,99. Bei der Deluxe-Version, welche ja 10 Euro teurer ist, hat man dann natürlich auch noch zusätzliche Inhalte und diese sind folgende, nämlich 6 verschiedene Schilder für diese anpassbaren Gebäude, darunter sind 3 Essensläden-Schilder, unter anderem Sushi und Waffeln. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ist aber ja auch nicht so wichtig. Dann hat man 2 Schilder für Getränkeläden und ein Schild für einen zusätzlichen Souvenirladen. Aber das war noch längst nicht alles, denn es kommen dazu auch noch 3 tolle Fahrzeugskins. Einmal dieser hier für den Jeep. Dinosaur Protection Group. So weiß, hellgrün so ein bisschen. Sieht schick aus. Dann haben wir einmal hier für die MVU. Ist das richtig? Mobile Veterinary Unit. Schwer auszusprechen. Sieht auch sehr schick aus, auch im gleichen Design. Und dann haben wir auch noch, passend dazu, einen Helikopter. Aber auch das war noch nicht alles, aber das wäre auch ein bisschen wenig für 10 Euro. Es kommen natürlich dann auch noch Dinosaurier hinzu. Unter anderem der Hyangosaurus. Dieser sieht relativ ähnlich aus wie im ersten Teil, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob der da auch schon in der Deluxe-Version drin war oder nicht. Dann haben wir den Pachyrhinosaurus. Ich glaube, der ist für viele ein Favorit. Der ist auch sehr, sehr cool. Er wurde sich, glaube ich, sehr oft für JW1 gewünscht, ist aber leider nie erschienen. Dann haben wir als nächstes den Megalosaurus. Auch ein sehr cooler Fleischfresser. Ich finde den hier oben besonders cool mit diesem, ja, Kamm über den Augen und dann dieser Maserung in Orange. Und die Zähne sind auch heftig. Also das ist wirklich ein sehr cooler Fleischfresser. Aber das war immer noch nicht alles, denn es kommt auch noch ein Flugsaurier, ne? Oder fliegendes Reptil dazu, nämlich der Geosternbergia. Habe ich so noch nie gehört, aber ich finde, gerade oben auf dem Kopf sieht der sehr cool aus. Der hat da so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, aber das sieht echt sehr interessant aus. Und auch die Farben sehen toll aus. Und ist natürlich schön, wenn man dann noch mehr fliegende Kreaturen in seinem Aviarium dann freilassen kann. Und der sieht wirklich toll aus. Aber es war immer noch nicht alles, denn ein absolutes Highlight für mich kommt auch noch dazu, nämlich der Athenborosaurus. Das ist eine Unterart von dem Plesiosaurier oder sowas, glaube ich. Ist ein Plesiosaurier tatsächlich. Habe ich noch nie gehört. Athenborosaurus. Aber ich finde den auch optisch richtig cool und vor allem die Zähne sehen so heftig aus, die hier so überlappen. Also der ist wirklich mega nice. Und ich finde schon allein für die beiden hätte ich 10 Euro mehr bezahlt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin natürlich auch großer Fan. Aber ich bin der Meinung, für 10 Euro diese 5 tollen Dinosaurier zu bekommen, dann noch 3 tolle Skins und noch 6 verschiedene Schilder, ist völlig in Ordnung und gerechtfertigt. Und denkt daran, wenn ihr das Ganze vorbestellt, gibt es auch noch diese Skins obendrauf. Und dann haben wir auch noch einige richtig tolle Screenshots, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Nämlich einmal auf der Steam-Seite. Da gibt es diesen wunderschönen Screenshot vom Mosasaurus. Und der sieht wirklich richtig cool aus. Die Zähne sind richtig
gefährlich, sage ich mal. Und ich finde auch die Körperform sehr cool. Das ist echt nice. Und hier kriegen wir auch das erste Mal so ein bisschen Info hier. Also hier sieht man den mit der ganzen Anzeige. Das, was er braucht, ist offenes Wasser, also offene Fläche, wo er schwimmen kann. Und Fisch, das kriegt er dann wahrscheinlich durch den Hi-Feeder. Aber ich finde auch den Skin sehr cool, muss ich sagen, von der Farbe her. Aber hier sind noch weitere Screenshots. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein Gästegebäude. Und hier kann man sehen, man kann Deko-Objekte, wie zum Beispiel diese Tische, die auch sehr cool aussehen, muss ich sagen, kann man auf dem Weg platzieren. Das ist echt praktisch. Das heißt, da ist das Ganze dann nicht blockiert. Und man kann Tische und andere Deko-Sachen dann endlich auch auf Wegen und sowas platzieren. Das ist nicht schlecht. Hier stehen auch noch einige Menüsachen, aber damit möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr auseinandersetzen, muss ich sagen. Das ist alles so ein bisschen Management-Aspekt, so wie es aussieht. Da kann man dann, denke ich, viele Sachen einstellen, was man da so verkaufen will und sowas, glaube ich. So in der Art. Demnächst haben wir nochmal ein schönes Bild vom Dimorphodon. Auch wunderschön. Aber den haben wir ja schon im Species Profile ausgiebig betrachten können. Und dieser Screenshot ist auch mega cool. Das ist der Baryonyx. Und den finde ich optisch auch mega gelungen. Also der hat sich gut verändert zum ersten Teil jetzt hin. Aber der sieht wesentlich gefährlicher aus. Im ersten Teil war es nicht so mein Favoritenfleischfresser. Aber ich glaube, in diesem Teil wäre der schon sehr weit mit oben dabei. Ich finde es auch cool, dass der hier so Schwimmhäute hat, so kleine. Weil er ja auch gerne mal ins Wasser geht. Das Auge sieht nicht gesund aus. Aber die Färbung und Maserung ist auch wieder richtig heftig. Und hier haben wir dann auch nochmal wieder ein paar Daten. Aber das ist ja nicht so wichtig. Wir gehen weiter. Nämlich zu diesem Screenshot, wo wir ein Mosasaurus-Becken in Action sehen. Also hier wird es dann auch so sein, man hat diese runden Becken, die kann man miteinander verbinden. Hier ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn mich nicht alles täuscht. Und die bilden dann ein riesiges Becken. Und das ist wirklich groß, wenn ihr mal guckt. Das ist hier so eine Viewing Gallery. Also das ist wirklich ein riesiges Becken. Aber hier schwimmen natürlich dann auch einige Mosas drin, ne? 3 Stück an der Zahl. Bin mal gespannt, was die so für ein soziales Verhalten haben. Also mit wie vielen die man die zusammenhalten kann. Weil ich hätte jetzt gedacht, einer und der verträgt sich nicht mit anderen. Aber es scheint wohl zu funktionieren. Ich finde es aber optisch auch gar nicht so schlecht. Dieses Bausystem mit diesen runden Dingern lässt dann natürlich wieder nicht mehr so viel Kreativität offen. Ist zwar ganz cool, dass man es anpassen kann, aber man kann dann halt wirklich immer nur bestimmte Formen bauen, ne? Also es läuft dann im Endeffekt irgendwie immer so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Aber ich will mich nicht beschweren. Immerhin kann man es anpassen. Besser, als wenn man nur so ein Becken platzieren könnte. Gehen wir weiter. Den Screenshot kennen wir, glaube ich, schon aus der Gyrosphäre. Den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Und hier haben wir dann nochmal die Vorbesteller-Skins. Sehr, sehr hübsch. Aber ich glaube, das war's bei Steam. Auf der Jurassic World Evolution 2 Seite gibt es aber noch weitere Screenshots. Nämlich einmal diesen hier. Der ist echt toll. Das finde ich so süß, wie die Brachios sich da ja mit dem Kopf an Kopf machen. Aber auf die Animation gehen wir gleich auch noch ein bisschen ein. Keine Sorge. Weil die finde ich mega toll. Die haben mich richtig beeindruckt aus dem Trailer. Auch ein wunderschöner Screenshot. Wie cool der Rex aussieht. Und ich glaube, die sind hier gerade gemeinsam aus dem Entwicklungslabor gekommen. So sieht es zumindest aus. Das ist so eine gemeinsame Animation. Aber der Rex, die sieht auch deutlich besser aus als im ersten Teil, muss ich sagen. Fällt mir richtig gut. Dann haben wir hier nochmal... Ah, hier ist die Dschungelgegend. Die sieht auch sehr cool aus schon hier, wenn ich mir so die Pflanzen angucke. Oder Dschungel. Ne, wie heißt es denn? Tropen. Entschuldigung, nicht Dschungel. Tropen ist das. Also diese Standardgegend aus Jurassic World. Okay. Und auf der offiziellen Internetseite haben wir auch noch ein paar neue Screenshots. Nämlich einmal diesen hier, den haben wir im Trailer gesehen, wo die beiden Brachios diese tolle Animation machen. Finde ich mega süß. Dann haben wir hier 2 Tyrannosaurus Rexis. Sieht auch richtig cool aus. Ich muss echt sagen, dass mir der Rex aus dem zweiten Teil mega gut gefällt, optisch. Und die kommen hier, glaube ich, gerade beide aus dem Entwicklungslabor, wenn mich nicht alles täuscht. Also da ist gerade diese Animation, wo die dann gleichzeitig rauskommen. Sieht auf jeden Fall sehr hochauflösend. Also dieses Character Model sieht sehr hochauflösend aus. Und sehr, sehr nice aus vom Skin, muss ich sagen. Okay. Und auf der offiziellen Internetseite von JWE2 haben wir auch noch ein paar Screenshots. Nämlich einmal diesen hier.
ein sehr toller Moment zwischen den beiden Brachios, wo sie dann diese Animation machen. Gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Fand ich aber richtig cool. Das ist echt süß. Dann haben wir hier zwei Tyrannosaurus Rexis, die sie gerade aus dem Entwicklungslabor kommen mit einer gemeinsamen Animation. Ich muss echt sagen, dass mir der Rexy aus dem zweiten Teil mega gut gefällt. Der sieht optisch richtig cool aus. Und ich finde auch, das Model sieht sehr detailliert und hochauflösend aus. Gefällt mir optisch echt mega gut. Dann haben wir hier nochmal ein paar Gebäude von den Mitarbeitern und sowas. Und natürlich hier ein neues Biom, was uns noch nicht gezeigt wurde. Aber was heißt neu? Es hat das Standardbiom aus Jurassic World Evolution 1, nämlich diese Tropen. Aber das sieht optisch auch schon mal nicht schlecht aus mit den Pflanzen. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert hier, diese ganzen Büsche und so. Die hatten wir vorher in der Art nicht. Also da ist schon ein bisschen mehr Farbe und sowas reingekommen. Dann haben wir hier den Tropiogenatus. Auch ein ganz toller Flugsaurier. Sehr, sehr interessant. Besonders hier der Schnabel sieht cool aus. Der hat hier auch sogar so Zähne. Mega. Hier kommen die auch gerade gleichzeitig raus. Und auch diese rötliche Färbung gefällt mir sehr gut. Der Skin ist auch echt cool. Den hatten wir, glaube ich, gerade schon. Dann haben wir hier einmal den Velociraptor. Hat sich jetzt meines Erachtens optisch nicht so mega krass verändert, oder? Ich finde, das Spiel sieht hier auch grafisch noch ein bisschen seltsam aus. Also, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es auf bestimmten Screenshots immer irgendwie krasser aussieht und dann wieder nicht so gut grafisch. Also, mal gucken. Ich glaube, da wird momentan noch viel rumprobiert und rumentwickelt, deswegen sieht das immer von Screenshot zu Screenshot sehr unterschiedlich aus. Aber der Raptor hier auf dem Screenshot gefällt mir noch nicht so mega gut. Da haben wir einen Gallimimus. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen, den Screenshot, auch schon ein bisschen älter. Sehr interessanter Busch hier. Und hier haben wir den Mayunga, ist es, glaube ich, ne? Ja, das ist der Mayunga aus dem Trailer. Der ist ja auch mega cool. Mit dieser coolen Animation, wie der den Galli einfach umstößt und dann zerfleischt. Oh, hier ist der Mosasaurus nochmal. Das ist so cool. Der hat auch eine sehr coole Färbung hier, so rot-grün mit drin. Das ist so nice. Hier ist, glaube ich, diese Befestigung, wo das Hai-Ding dran ist. So sieht das dann unter Wasser aus. Auch nicht schlecht. Oh, hier ist sogar so ein bisschen Gras unter Wasser. Sieht schon nice aus hier, der Boden, mit den Lichteffekten. Nochmal ein tolles Bild vom Mosa. Sieht sogar so ein bisschen so aus, als hätte der... Kennt ihr das, wenn Schildkröten dieses Moos und sowas so auf dem Panzer irgendwann haben? So sieht das hier so ein bisschen aus. Sehr interessant. Und hier schnellt er gerade aus dem Wasser und verspeist uns gleich quasi. Er springt in die Kamera. Die Wassereffekte sehen auch sehr cool aus. Und hier haben wir den Parasaurolophus. Auch ein ganz toller Dinosaurier. Sieht aber sehr identisch aus wie im ersten Teil, muss man sagen. Guck mal, hier sieht das Spiel schon wieder teilweise noch nicht so gut aus, finde ich. Ich weiß auch nicht. Also das scheint hier jetzt aber... Warte mal, also hier ist ja einfach ein roter Besucherweg, der ist auch neu. Sind das hier, glaube ich, was ist das hier? Sind das Lampen? Das sind, glaube ich, Lampen. Und hier ist dann so ein Mitarbeiterweg. Und ich glaube, das hier ist vielleicht so eine Fläche, wo Besucher nicht rüber können. Oder was soll das hier sein? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil hier ist das auch nochmal, diese Fläche. Das ist echt interessant. Aber diese Landschaft sieht auch irgendwie cool aus. Mit diesem Grün. Ach, guck mal. Nee, jetzt checke ich's. Hier fährt ihm was lang. Guck mal. Das ist so eine Übergangsfläche. Ich glaube, hier fährt so eine Tour oder sowas lang. Ah. Okay, so sieht das dann aus, wenn da... Ah, okay, ich verstehe. Sehr, sehr interessant. Noch mehr Mitarbeitergebäude. Oder Besuchergebäude sogar. Hier sitzen gleich Besucher. Sehr schön mit den Blumen hier. Boah, ein wunderschöner Skin von den Stego. Guckt euch mal diese Platten an. Das ist so cool, dass man die Dinosaurier so designen kann. Felsen sehen auch mega aus. Sehr, sehr cool. Nochmal ein tolles Bild in der Wüste. Auch hier wieder die Platten. Mega cool von der Farbe her. Oh, und ein wunderschöner Alo.
diese rote, rot-orangene Hautfarbe sieht heftig aus. Das Türkis finde ich jetzt nicht so passend persönlich. Da hätte ich lieber irgendwie was Dunkleres, glaube ich, genommen. So ein Dunkelrot oder so ein bisschen eher ins Dunkelgräuliche. Aber dieses Orangene gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber man kann das dann ja selber anpassen, zum Glück. Genau, hier haben wir auch nochmal eine schöne Main Street quasi mit einem Hotel hier rechts. Und hier sieht es auch schon wieder mit den Bäumen sehr cool aus. Auch so rötliche Bäume. Das ist, glaube ich, jetzt hier wieder die ganz normale Tropengegend. Hier haben wir dann auch Deko. Richtig coole. Die habe ich mir sowieso immer gewünscht, diese Totenköpfe. Totenköpfe. Diese Skelette von den Dinosauriern, meine ich natürlich. Auch nochmal ein schönes Bild von oben. Das könnte sogar ein älteres sein, oder? Was sind das hier für Dinos? Schreibt es gerne rein, wenn ihr es erkennen könnt. Bisschen klein leider. Ist aber, glaube ich, ein neuer Screenshot hier mit diesem Becken. Den habe ich noch nicht gesehen. Nochmal der Baryonyx von vorne. Und der Rexy natürlich im Chaos Theory Mode. Das ist ja Jurassic Park San Diego. Und das kennen wir schon, das kennen wir auch. Ich glaube, wir sind soweit durch. Jetzt laufen im Hintergrund nochmal die coolsten Szenen aus dem Pre-Order-Trailer. Ich hoffe, ich habe die Infos jetzt erstmal soweit einigermaßen gut für euch zusammengefasst. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen angenehmen Tag und noch viel Spaß bei den Szenen. To Jurassic World.